of this land. You know I declare total war on the pushing man. I'd cut him if he stands, and I'd shoot him if he'd run. And I'd kill him with my Bible and my razor and my gun. God damn! Ah, oh, the pushing. Gehen wir rein oder nicht? Wenn der Scheiß uns so ähnlich ist. I said, goddamn, goddamn, the pusher man. Kleiner C und bin fertig. Weißt du was? Wenn wir nur halb so viel Meth verkaufen würden, wie du dir reinpfeifst, dann ging es uns viel besser. Oh. Mir wird es gleich viel besser gehen. Stoff, das reicht ja für den ganzen Staat. Es geht um Angebot und Nachfrage. Die Mexikaner schmuggeln gerade so viel Eis über die Grenze, dass ich doppelt so viel kochen muss, um nur halb so viel Geld zu machen. Okay? Oh, meine Güte, Baby. Wenn du weiterhin so viel Stoff kochst, dann fliegen unsere Ärsche bald in die Luft bis nach Mexiko. Oh, da wir gerade von Ärschen reden, willst du ein Stück von meinem? Ich will ein Stück von deinem. Baby, bitte, bitte. Ich will, dass du darüber gehst und dir jetzt was anziehst. Weil gleich kommen Kunden Komm schon, und die warten Baby, auf ihre Lieferung. Hungrig. Komm schon. Bitte, ich habe immer noch Hunger, Baby. Bitte, 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 bitte. Ich bin so geil. Okay, aber nur kurz, ja? Beeil dich. Okay. Beeil dich einfach. Okay. Gehen wir. Steckst du wieder tief in der Scheiße? Bist du Race? Was wollt ihr? Weniger Konkurrenz. Adios. Komm! Chica madre! Entschuldige, Schatz! Eine Wüstengemeinde in Kalifornien. Die Explosion forderte zwei Todesopfer.
Die Behörden vermuten, dass es sich um ein Ehepaar handelt, gegen das bereits wegen Drogenherstellung und Handel ermittelt wurde. Die komplett verbrannten Leichen müssen noch identifiziert werden. Die Behörden gehen aufgrund der gefundenen Beweise am Tatort davon aus, dass es sich um eine Straftat handelt, die in Verbindung mit dem Meth-Handel in Kalifornien steht. Illegale Drogen waren auch das Thema bei der heutigen Pressekonferenz von Präsident Brooks im Weißen Haus. Der Präsident erläuterte seine neuen Pläne für die kommende Legislatur, in der das herrschende Drogenproblem in Amerika bekämpft werden soll. Das sogenannte Drogenproblem ist, wenn man es genau betrachtet, kein Problem, sondern eine Krise. Eine Krise, die sich wie Krebs in unserer Gemeinschaft verbreitet. Und wenn wir es nicht im Auge behalten und wenn wir es nicht auf jede Weise bekämpfen, wird es unsere großartige Demokratie von innen zerstören. Es wird noch mehr unzählige Leben vernichten und die Kriminalität und Korruption wird weiterhin steigen. In Städten und auch in Kleinstädten in ganz Amerika. Wo gehst du hin? Zur Arbeit. Oh. Und was ist mit Gabby? Nun, Gabby kann den Pool benutzen und wenn sie Hunger bekommt, dann macht sie sich was zu essen, lässt sich selbst raus und vielleicht sehen wir uns irgendwann ja wieder. Sorry, ich bin zu spät. Deine Mama ist zu spät, Schlampe. Wo warst du? In der Kirche. Oh, Mann, ist das heiß. Ah, geht so. Wo zur Hölle steckt Speedy Gonzales? Auf 3 Uhr, eine Viertelmeile. Ihr Wichser. Du bist zu spät, Stricher. Alter, hör dir mal diesen Penner an. Puta madre. Hör mal, was du mit deiner Mutter treibst, ist dein Business, Vasquez. Meins ist es, Waren zu liefern und Geld zu machen. Also gib mir das verdammte Geld und sorg dafür, dass dein kleiner Freund dir seinen Arsch bewegt und mein Flugzeug belädt. Lutsch meinen Schwanz, Pendejo. Dein Geld. Eine Menge Geld für einen Lieferjungen. Tja, ist auch eine Riesenlieferung. Was glotzt du so?
Sag mal, Gringo, warum zählst du es niemals? Du vertraust mir mit der Ware? Ich vertraue dir mit dem Geld. Nein, nein, nein. Der Unterschied ist, wenn du mir einen Grund gibst, töte ich dich für das Meer. Und warum denkst du, ich würde dich nicht töten wegen dem Geld? Die Behörden fangen an, eins und eins zusammenzuzählen. Der nächste Job wird schwieriger. Meld mir die Details und nächstes Mal komm nicht zu spät. Küss meinen Arsch, Wacke. Und Chewie den Job wegnehmen? Ah. Hey, Sträger. Mein Boss ist sehr beeindruckt von der Effizienz und der Zuverlässigkeit, die er der Operation beisteuert. Dein Boss am Arsch. Du meinst den Boss von deinem Boss. Fixer. Jetzt mach schon, beeil dich. Yeah.
Das war doch mal eine abgefahrene Nummer. Ja, glaubst du, Sling hat uns verraten? Er müsste verrückt sein, wenn er das Kartell verrät und für die Bullen arbeitet. Und wieso bitte wurde ich dann fast geschnappt? Sie haben uns nicht erwartet. Ja, was macht dich da so sicher? Weil sie nichts dabei hatten, was fliegen konnte. Also, wie ist der Plan? Wir bleiben auf Kurs, machen die Lieferung und treffen uns in der Bar. Alles klar, bis später, Jungs. Stellen Sie mich durch. Sir, Sie sind dran. Airguard One hier, Air Command. Hier Airguard One, wir hören. Airguard One, wir haben hier drei verdächtige Flugzeuge, 10 Grad nördlich Ihrer Position, vermutlich Straftäter. Leiten Sie ein sofortiges Abfangmanöver ein, das könnten unsere Jungs sein. Verstanden, wir haben alle drei Ziele auf dem Radar. Welches sollen wir zuerst runterholen? Das am schnellsten fliegt. Hab verstanden. Sir. Finden Sie heraus, wer der Leiter der Operation war und bringen Sie ihn her. Ja, Sir. Scheiße am Steuerknüppel. Halt dein Mittagessen fest. Das ist kein Flugscheißer, das ist ein Vollidiot. Der hat über 300 Knoten drauf. Er wird dieses kleine Plastikflugzeug in Stücke reißen. Nein. Steini, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Over! Komm schon, Steini. Hör jetzt auf zu spielen und hilf mir gefälligst. Okay, was ist jetzt schon wieder? Ich habe einen Jet im Nacken. Ich muss mich verstecken, während ich fliege. Siehst du, deshalb steige ich auch nie in Flugzeuge. Komm schon, Einstein. Bin schon dran. Okay, das ist ein trockenes Flussbett nördlich von deiner Position. Du musst auf Peilung 030 abdrehen und dann versteck dich einfach in den Berg. Stranger, du wirst den Vogel in Stücke reißen. Du hast 300 Sachen drauf und sinkst mit 10.000 Fuß die Minute. Wie gesagt, ich habe einen Jet im Nacken. Jet oder nicht, bald hast du keinen Propeller und keine Flügel mehr, wenn du dich bald langsamer machst. Sag mir einfach, wie weit noch? 1,5 Meilen. Bleib auf Kurs. Sink auf 200 Fuß ab und du bist in ganz genau 30 Sekunden da. Verstanden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Aber selbstverständlich. Die Hügel werden ihm die Geschwindigkeit nehmen und der Tiefflug verbraucht seinen Sprit. Drehst du scharf rechts ab. 1, 2, 3, jetzt. Scheiße! Festhalten! Dieser Junge ist entweder richtig gut oder er hat den Verstand verloren. Er ist wirklich gut. Und du hast den Verstand verloren. Ich bin
Kampagne auf dem Silbertablett. Was hast du für mich? Unterstützer. Keine Angst, jetzt ist alles klar, denn der F-Man ist da und ich habe den Regen mitgebracht. Was habt ihr denn hier zu suchen? Dir den Rücken frei halten. Lass niemand seinen Flügel mal zurück. Ich hab gesagt, ihr sollt nicht auf mich warten. Wir haben nicht gewartet. Wir sind deinetwegen zurückgekommen. Und jetzt dreh ab. Wir regeln das. Was zur Hölle? Diese Kids haben den Verstand verloren. Wir haben fast keinen Treibstoff mehr. Verdammt. Ich wollte diesen Möchtegern-Piloten eigentlich eine Lehrstunde erteilen. Sieht aus, als müsstest du das verschieben. Außer du willst den Vogel aufrauchen und mit dem Rettungshubschrauber nach Hause fliegen. Verstanden. Wir verschwinden. Yo, das war zu einfach. Wo zur Hölle steckst du, Stray? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ihr hättet dabei verdammt nochmal draufgehen können. Ja, Typen wie wir sterben nicht. Sie fliegen entweder direkt in den Himmel oder direkt zur Hölle. Außerdem, hast du gesehen, wie sich der Feigling verpisst hat? Was für eine Schwuchtel. Wir hatten Glück, sie hatten keinen Treibstoff mehr. Glück am Arsch! Rayman und ich haben den Typen verjagt, der hat sich vor Angst fast in die Hose geschissen. Hab ich nicht recht, Rayman? Hab ich nicht recht, Rayman? Stray hat recht, wir hatten Glück. Ach, so sieht es aus. Du fällst dem F-Man einfach in den Rücken. Ja, alles klar. Cool. Als Strafe werde ich keine von meinen Süßen mit euch teilen. Das wäre dann alles. Setzen Sie sich, Agent Jackson. Ihre kleine, mies geplante, schlecht ausgeführte Wüstenrattenjagd hat unseren Luftaufklärungseinsatz massiv gefährdet. Tut mir leid, aber ich wusste nichts von Ihrem Lufteinsatz. Sie öffnet sich nicht von selbst. Ruben Miguel Vasquez, auch bekannt als Speedy Gonzales. Das weiß ich. Was Sie nicht wissen, ist, dass er kooperiert, und zwar mit der DIA. Was? Wir haben ihn umgedreht, vor genau 3 Tagen. Vasquez muss verrückt sein, Escondido und das Kartell zu hintergehen. Oder verrückt nach jemandem sein. Verrückt nach jemandem? Was wollen Sie damit sagen? Ist er verliebt? Ja. Lupi Hernandez, sie wurde an der Grenze erwischt. Sie hatte 10 Gramm Crystal Meth versteckt zwischen den Pobacken. Das ist mal neu. Lupi sagte, dass Vasquez sie als Kurier benutzt hat, um ihre Treue zu testen, bevor sie heiraten. Okay. Der Typ ist also ein Romantiker. Und was habt ihr ihm für ein Hochzeitsgeschenk angeboten, damit er die Seiten wechselt? Was wohl? Immunität, Green Cards, fallen lassen der Anklage gegen seine Senorita, damit sie sich dann aus dem Staub machen können. Im Gegenzug für wen? Vasquez ist viel zu weit unten, um Escondido zu liefern. Für die hier. Erkennen Sie die wieder? Ja, den hier. Warum? Wer ist er? John Strager, Anführer einer Gruppe junger, heißblütiger Kunstpiloten, bekannt als die Fly Guys. Fly Guys? Wir haben nur wenige Informationen. Vasquez wird erst aussagen, wenn er und seine Zukünftigen im Zeugenschutzprogramm sind. Wir wissen nur, dass sie eine Gruppe von Vollzeit-Party-Jungs sind, die ihr schnelles, heißes Rockstar-Leben in der Sonne dadurch finanzieren, indem sie Crystal Meth quer durch die Wüste in ihren aufgestylten Plastikflugzeugen transportieren. Und mit 300 Meilen die Stunde kann man eine Menge Stoff quer durch die Wüste transportieren. Wir müssen sie nur erwischen. Das erklärt den schnellen Aufstieg von Escondido. Er hat gierige Gringos, die ganz schnell ganz viel Meth transportieren können. Und schon bist du wer in der mexikanischen Mafia. Haben Sie Strager gut sehen können? Ja, ein typischer weißer Junge. Braune Haare, blaue Augen, schnelles Flugzeug, keine Angst. Er hat mir fast den Kopf abgerissen mit seinen Propellern. Ja, ich habe ihn gesehen. Was bedeutet, er hat sie auch gesehen? Deshalb fahren Sie runter nach Mexiko und observieren Escondido. Und ich muss jemand anderen finden für die Fly Guys. Scheiße. G-
Gegner für mich. Du Arsch! Nochmal. Ich meine, das war ein krasses, absolut professionelles geflogenes, überhammer, hartes Flugmanöver. Ich bin einfach unangemeldet aufgetaucht. Und zwar kopfüber. Oh, meinst du das im Ernst? Was hast du gemacht? Ja, im Ernst. Was hast du gemacht? Das Einzige, was er in dieser verdammten Situation machen konnte, er gab Vollgas und hat sich verpisst. Ganz schnell. Versteht ihr, was ich meine? Oh, ja. You like expensive drinks in your stilettos pink and you across the room. Also ich weiß ja nicht, ob ich dir eine zweite Chance geben sollte. Wirklich? Männer verlieren nie meine Nummer. Sieh's doch mal von der Seite. Ich bin nicht wie all die anderen Typen. Oh. Hm? Ich sag dir was. Ich muss mal mit meinen Geschäftspartnern reden, also geh dich ein bisschen amüsieren. Und wenn du später noch alleine bist, dann sehen wir uns. Okay. Hey, Mann. Hi. Aha, zum Wohl. Wie geht's dir? Alles gut. Ich nehme noch einmal. Schau dir den Kerl an. Ich fasse es einfach nicht, dass sie ihm diesen Scheiß allen Ernstes abkaufen. Ich fasse es nicht, dass er sich seinen Scheiß abkauft. Ja, aber er kriegt immer die heißen Geräte ab. Das ist echt nicht fair. Nein, Mann. Da hast du vollkommen recht. Machen wegen der Sache, die heute passiert ist? Solange Vasquez sein Maul hält, müssen wir uns um nichts Sorgen machen. Und was, wenn er redet? Niemand hintergeht Escondido und lebt lang genug, um noch zu reden. Wer ist der neue Kontaktmann? Weiß ich nicht. Hm. Mit der würde ich gerne mal eine Runde Federball spielen. Schön. Wirklich sehr schön. Entschuldige mich bitte. Hi. Ich heiße Strager. Sehr direkt. Freunde nennen mich Ross. Ich bin wirklich sehr erfreut. Auch sehr. Sie ist wunderschön. Schöne Linien. Geschmeidig. Schnell. Man nennt es nicht umsonst Fast Class. Und sie ist eine der schnellsten, die es gibt. In der Kategorie oder von der Art? Auf der Welt. Bist du mit dem Knüppel klargekommen? Jeden Zentimeter der Strecke. Vielleicht solltest du mich mal auf eine Spritztour mitnehmen. Mal sehen, ob du wirklich so gut bist. Ja, ich bin wohl etwas zu hart rangegangen, was? Ja, das war ein Tiefflug. Warte, dann stehst du auf Flugzeuge. Ich stehe auf Geschwindigkeit. Was ist unter dem Zelt? Ein geheimer Prototyp? Musst du mich umbringen, wenn du es mir zeigst? Das ist etwas, woran ich arbeite, um mein Geschäft effizienter zu gestalten. Und was genau ist dein Geschäft? Vermarktung und Lieferung. Klingt beeindruckend. Außer du lieferst mit den Flugzeugen Pizza. Weil wir gerade von Pizza reden. Wie wäre es, wenn wir nach den Drinks noch etwas essen gehen? Sushi? Ich esse alles. Hauptsache es ist gekocht, tot und schmeckt nach Hühnchen. Nun, dann, was hast du denn so morgen Nachmittag vor? Offenbar verbringe ich ihn mit dir. Das gefällt mir. Ese pendejo. Sí, jefe.
Guten Abend, Mr. Jackson. Willkommen in meiner Welt. Mit dir reden. Dann rede. Dieser scheiß Mexikaner Vasquez hat ausgepackt. Du arbeitest auch für Vasquez? Vasquez arbeitet für mich. Genau wie du. Ich arbeite nur für mich. Du kannst es drehen, wie du willst, wenn es dir dadurch besser geht. Fakt ist, du arbeitest für mich. Und ich arbeite für jemanden. Und dem gefällt, was du tust. Er mag, wie du es machst, und er möchte mehr. Was ist für mich sonst drin, außer noch mehr Geld? Eine Menge mehr Geld. Aber du musst es dir verdienen. Du sollst beides liefern, das Meth und das Geld. Das wird kein Spaziergang. Du wirst in beide Richtungen liefern. Warum die Änderung? Wir haben 2 Transporter an die DIA letzte Woche verloren, mit über 3 Millionen im Kofferraum. Außerdem weiß doch jeder, dass Fliegen sicherer ist als Fahren. My love, I will take you up to heaven. I will be there for you. Sorry, ich bin spät. Ich hatte noch geschäftlich zu tun. Du siehst toll aus. Du siehst auch gar nicht so schlecht aus. Ich hätte nicht gedacht, dass deine so dein Ding sind. Ja, nun, es passt zum Auto. Jo, Steini. Wo ist eigentlich Strager? Keine Ahnung. Er sagte, wir sollen die Vögel vorbereiten und er ist pünktlich zum Essen wieder da. Er ist garantiert bei dieser Braut. Ich sag dir, die bedeutet Ärger. Alter, du bist doch nur sauer, weil er sie vor dir klar gemacht hat. Ja, so schlecht war es gar nicht, oder? Perfekt. Und hat es wie Hühnchen geschmeckt? Gekocht und tot. Also, was machst du heute noch? Weiß ich nicht. Woran hast du gedacht? Strandbarbecue. Malibu. Klingt nach Spaß. Vielleicht schaue ich später mal vorbei. Nun, dann werde ich vielleicht auf dich warten. ich muss jetzt los. Ich habe noch was zu erledigen. Ah, die Pizzen. Ja, ich muss liefern. Richtig. Lass uns das Geld machen, Jungs. Das ist doch meine Redensart. Lass die Kasse klingeln. Ja! Alles bereit? Ich habe die Einspritzdüsen gegen Platin ausgetauscht und gesäubert. Du hast jetzt viel, viel mehr Schub beim Start. Außerdem hast du 3,5% extra Pferdestärke. Ja, ich denke, du bist bereit. Wirklich sehr, sehr schön, Stein. Sobald wir die Ware gegen das Geld getauscht haben, sehen wir uns am Treffpunkt. Verstanden. Davon rede ich, Leute. 10% von 800.000 macht 80.000 am Tag.
Ich liebe diesen neuen Deal. Bringt unseren Teil nach Hause und ich bringe den Rest zur Grenze. Warum fliegst du solo? Und was, wenn was schief geht? Dann seid ihr und das Geld in Sicherheit. Aber was ist mit dir? Der Captain geht mit dem Schiff unter. Und wir bekommen seinen Anteil, sollte er nicht zurückkommen. Damit kann ich leben. Keine Sorge, ich komme zurück. Ich habe ein Date. Wie auch immer. Ich denke, du bräuchtest einen Flügelmann, aber du bist der Boss. Oh, hey, wow. Okay, was ist los mit ihm? Er steht nicht so auf deine neue Freundin. Er glaubt, sie ist ein Bulle oder vom Kartell. Was? Hey, ich glaube, er ist nur angepisst, weil du sie vor ihm klar gemacht hast. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, er wollte selbst die Torte fetzen, verstehst du? Niemand versteht, was du sagst. Okay, hör zu. Warum darf ich nie auf die Kohle aufpassen? Was soll das? Das ist, weil du ein unverantwortlicher Idiot bist, wenn es ums Geld geht. Unverantwortlich? Wie kommst du nur auf so einen verdammten Scheiß? Okay. Was war dein Anteil letzten Monat? 150. Mhm. Und der Monat davor? 175. Das war ein guter Monat. Okay, das sind dann 325.000 Dollar, richtig? Wie viel hast du davon noch? Ich weiß nicht, vielleicht ein paar Tausende? Und deshalb kümmert sich Rainman um das Geld. Ach, so ist das also. Ihr vertraut mir einfach nicht. Woher wusstet ihr von den Geldtransporten? Hier ist mein Arsch. War das alles? Nein, Mr. Jackson. Es gibt noch mehr. Das wird höllisch wehtun. Wie ich gesagt habe, küss meinen Arsch. Schade, dass so ein sauberer Vogel solch ein dreckiges Geschäft macht. Es ist alles da. Daran zweifle ich nicht. Einen schönen Flug noch. Entschuldige, dass ich dir in die Bahn gekommen bin. Ja, das war echt lahm. Du hast mir voll die Welle versaut. Komm schon, das war doch ganz gut. Wie auch immer. Aber damit habe ich auch eigentlich gar kein Problem. Womit dann, bitte? Also, was ist es? Ist es ein Problem, dass ich Rosanna kennenlerne? Ach, komm schon. Du weißt, damit habe ich überhaupt kein Problem. Das Problem ist, dass sie dich kennenlernen will. Ich meine, wer ist sie, Alter? Woher kommt sie auf einmal? Hast du daran mal gedacht? Wie ist sie überhaupt in unserer Bar gelandet? Wir kennen nicht mal die Hälfte der Mädels, die wir klar machen. Also warum machst du so einen Stress? Weil du nicht das Geringste über sie weißt und sie trotzdem so nah an dich ranlässt. Die hat dich total um den kleinen Finger gewickelt. Ich sieh's voll an deinen Augen, Mann. Das ist haargenau der gleiche Blick, den du damals hattest bei Debbie Kennedy. Alter, das war in der 7. Klasse. Ja, und du hast dir damals unser Wissenschaftsprojekt verraten. Sie hat es dann Jeffrey Jones gesagt, der hat uns besiegt und am Ende dein Mädchen bekommen und unsere Trophäe. Hey, mein Privatleben ist mein Business. Das Business ist dein Leben, mein Leben und das Leben von Foreman. Noch persönlicher geht es nicht, Stray.
Sie ist 26 Jahre alt, geboren in Guadalajara, Mexiko, aufgewachsen in San Fernando Valley. Sie war auf der Cal State Northridge. Sie hat einen Abschluss in Tanz und Wirtschaft. Sie wurde letzten Monat zweimal verhaftet wegen Straßenrennen. Sie fährt zurzeit mit einem abgelaufenen Führerschein. Ein paar Schmetterlinge im Bauch bringen mich nicht auf der Spur, das weißt du doch, Mann. Steiny hat einen Background-Check gemacht. Ich schätze, sie mag mich einfach. Okay, vielleicht habe ich mich geirrt bei ihr. Ich meine, wenn du einem Mädchen, das schon ein paar Mal wegen Straßenrennen verhaftet wurde, nicht mehr trauen kannst, wem kannst du dann trauen, richtig? Heißt das, ich kann dem Club beitreten? Ja, du hast es geschafft. Ich sagte vielleicht. Ich bin froh, dass du hier bist. Okay, dann lasse ich euch beide jetzt mal allein. Da gibt's einen Lobster mit meinem Namen drauf, der passt ganz gut zu Bier. Ich habe das Gefühl, er ist kein Fan von mir. Ah, er ist nur vorsichtig. Und du? Ich bin vorsichtig, wenn es drauf ankommt. Willst du ein Bierchen? Aber natürlich. Gracias. Wie wär's, wenn wir noch eins für mich holen? You keep your distance, fear the system of time. Netter Laden, was? Lass mich raten. Du bist öfter hier. Das kann man so sagen. Oh. Danke. Kannst du mit Stäbchen umgehen? Nicht wirklich. Oh, nicht wirklich. Danke. Gute Idee. Aha. Nicht schlecht, oder? Mein erstes Sushi in Santa Monica und dann noch ein privater Rundflug über der Stadt. Beeindruckend. Superman-Syndrom. Wir können Gebäude überfliegen mit nur einem Satz. Ist das überhaupt legal? Ja, solange wir nicht erwischt werden. Richtig. Wow. Nettes Zuhause. Danke. Also sind deine Eltern reich oder ist Logistik so ein gewinnbringendes Geschäft? Mein Vater starb, als ich 5 war. Meine Ma hat wieder geheiratet und meine Oma hat mich aufgezogen. Hab das Haus in bar bezahlt und mein Geschäft hat so seine Höhen und Tiefen, aber mir geht's ganz gut. Das war kurz und knapp. Erspart uns den Smalltalk. Also, wie lange läuft es schon gut? Seit 2 Tagen 3 Dates und einem Kuss. Eigentlich waren es 2 Tage, ein fantastisches langes Date und ein Kuss. Wollen wir uns jetzt wirklich mit Details aufhalten oder hast du Lust auf eine weitere Tour? Cash und Ware, Abflug 1700 Zulu, Ort WHP.
was machst du an meinem Computer? Um 4 Uhr morgens. Er ist passwortgeschützt. Aha. La frontera es como un cuchillo de doble filo. Piénsalo bien antes de cruzar las escondidas. Dieser Hurensohn. Evans! Sir? Wann kam diese DVD an? Keine Ahnung, ihr Name stand drauf, also legte ich sie auf ihren Tisch. Waren Sie als Erster heute Morgen hier? Nein, Sir. Guterres war noch vor mir hier. Okay. Er soll zu mir kommen. Yes, Sir. Illegal. Seguirá siendo mi huésped. Übersetzen Sie, was er sagt. La frontera. Como un cuchillo de doble filo. Die Grenze ist ein zweischneidiges Messer. Überlegt es euch zweimal, wenn ihr euch rüberschleicht. Este ilegal. Seguirá siendo mi huésped. Como seguro. Dieser illegale Einwanderer wird mein Gast bleiben. Als Versicherung gegen jegliche weitere Infiltration oder Angriffe. Noch etwas, Sir? Nein, das wäre alles. Verbinden Sie mich mit dem Außenministerium. Also, sehen wir uns nachher noch? Ich weiß nicht. Woran hast du gedacht? An noch mehr verbotene Sachen. Dann sehen wir uns heute noch. Mr. Moore ist auf Leitung 1 und die Sitzung mit Außenminister Oskar beginnt in 5 Minuten, Mr. President. Dankeschön. Gern geschehen. Ich bin in 35.000 Fuß Höhe und es ist 8 Uhr morgens an der Westküste. Ich schätze, Sie rufen nicht an, um über Baseball zu reden. Danke für Ihre Zeit, Mr. President. Aber immer, Jonas, immer. Was ist los? Scheint, als hätten wir eine delikate Situation mit unserem Freund im Süden. Ich verstehe. Formelle Politik und internationale Beziehungen sind nicht immer kompatibel mit gerechtfertigten Aktionen. Besonders wenn eine einzelne Person involviert ist. Und selbst wenn diese Person eine Uniform trägt. Escondido wird unseren Mann auf jeden Fall töten. Er hat eine Frau und 2 kleine Kinder. Ich habe Ihren Entscheidungen als mein Flügelmann vertraut. 3 Fuß von meinem rechten Flügel bei Macht 2 und das ohne jeden Zweifel. Und ich glaube, ich kann Ihre Entscheidung auch jetzt vertrauen. Tun Sie, was Sie tun müssen, um ihn zurückzuholen. Aber tun Sie es unter dem Radar und ohne einen Krieg anzufangen. Ich würde nämlich gerne wiedergewählt werden. Verstanden. Viel Glück. Gottes Segen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Danke, Mr. President. Wir wissen, ist Jackson noch am Leben. Wir werden weiterhin davon ausgehen, bis wir einen definitiven Beweis für das Gegenteil haben. Aber ein inoffizieller verdeckter Rettungseinsatz, Sir. Wie soll denn das bitte funktionieren? Mit unseren Fly Guys. Wie dicht sind Sie an Strager dran? Heute sprengen wir die Bank, Jungs. 3 Flugzeuge, 3 Piloten, 3 Ladungen. Das wird die größte Nummer, die wir jemals abgezogen haben. 3 Ladungen. Das sind fast 900 Pfund Meth, die wir liefern. 3 Ladungen, das sind 2,7 Millionen Dollar in Meth, die wir da liefern. Davon rede ich doch. Und mit der neuen 15% Superprovision reden wir von... Hey, Stanley, wovon reden wir? 405.000 Dollar. So sieht's aus. Genau das meinte ich. Wir haben eine halbe Tonne Stoff und eine Menge Cash. Lasst uns einladen und abheben. Okay.
Sie wurden alle über die allgemeinen Umstände und den Grund dieser Operation informiert. Bei mir ist Agent Ramirez, sie wird Ihnen alle Details geben und Sie über den Rest der Mission aufklären. Ihre Operation verläuft nach einem modifizierten Abhol- und Liefersystem. Sie werden den Flughafen von Kalifornien als Hauptlager benutzen, von dem alle Lieferungen ausgehen. Und dort wird das Geld gesammelt, gebündelt und gezählt. Das Geld wird dann in Stragers Flugzeuge verladen für den Transport nach Süden zu Escondidos Geldflugzeug. Von dort aus wird es dann über die Grenze nach Mexiko gebracht. Die Flyguys sind gut organisiert, gut ausgerüstet und sie werden schnell sein. Und das bedeutet, wir müssen noch schneller sein. Wir werden zuerst alle Kommunikationswege kappen. Wir müssen sie davon abhalten, mit ihrem Netzwerk Kontakt aufzunehmen. Das ist von höchster Wichtigkeit. Nachdem die Ziele gesichert sind, wird das Alpha-Team die Flyguys bei ihrem letzten Treffpunkt festnehmen. Keine Fehler, die Flyguys sind schlau und äußerst geschickt. Wir müssen sie am Boden erwischen, in der Luft kriegen wir sie nie. Und nicht vergessen, sollte es zum Schusswechsel kommen, tut ihr, was ihr tun müsst, um den Job zu erledigen. Aber die Flyguys will ich lebendig. Come show me what you got. You'll never catch me falling. Get this bird up off the ground. Three strikes and then you're out. I'll never say I'm sorry. I'm too bad and way too fast to let you catch me. I'm flying high into the sky. You say we're making mistakes. I say we're playing no more games. 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 I said the sky is falling, better run for cover, suckers. It's funny because I need another reason to run amok, mother, and if you wanna act, then I'm coming real strong. Cause if you get messed up, if y'all gon' do me wrong. I hope you fools ain't saying no names, cause we ain't playing no games. I make a mess of you lame, and that's as serious gets. It's a rap, a wreck, and you don't get no second chance. That's it. Sie sind schon im Landeanflug auf Kell City. Kein Sprit und keine Drogen heißt, die Flugzeuge sind leichter und schneller. Alpha-Team, neue Information. Die Flyguys sind bereits im Landeanflug auf Kell City, also gebt Gas. Alpha-Team ist in 10 Minuten da. Verstanden, ich werde sofort Unterstützung schicken, aber das wird Sie leider nicht aufhalten. Ihr müsst jetzt doppeltes Tempo machen und dort einreiten. Verstanden. Na komm schon, du chauffierst hier nicht für Stacy. Drück auf die Tube. $405,000. Hier hast du's, Foreman. Fass aus nicht. So gefällt mir das schon besser. Okay, ihr tankt auf und fliegt los. Ich bin vor Sonnenuntergang wieder zurück und dann bin ich um $2,295,000 leichter. Das ist wirklich eine Menge Cash für einen Soloflug, Kumpel. Sicher, dass du keinen Flügelmann brauchen wirst? Nein, alles cool. Ich hab das Geld von Escondido und Foreman hat unseres. Gutes Argument. Schönen Flug. Alles klar, Mann. Warum macht ihr mal Witz über mich? Weil du immer die rote, lustige Mütze auf hast. Los! Oh, Scheiße. Jungs, mein Fehler. Ihr habt Gesellschaft aus Westen. Sie kommen schnell näher. Scheiße, steig ein, los! Sir, einer ist auf der Startbahn. Verdammt! Warte dich doch uns, heb schon ab, und zwar sofort! Zu spät abgehoben. Verdammt! Ist der gerade schon in der Luft? Gerade am Abheben, Sir. Ach, komm schon. Yeah.
unser Glückstag zu sein. Jetzt können wir diesen Möchtegern-Piloten doch noch eine Lektion erteilen. Foreman, du hältst als Erster ab. Die Startbahn ist nicht breit genug für uns beide. Rayman, du wirst es nicht schaffen, wenn wir nicht zusammen abheben. Du hast das Geld. Jetzt heb schon endlich ab. Danny, bist du da? Ich bin hier. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Es ist alles meine Schuld. Es tut mir leid. Wir stecken da zusammen drin. Wir sind alle Freiwillige, Danny. Was wirst du jetzt tun? Ich mach die Lieferung, dann komme ich zurück und wir holen Rayman raus. Wenn wir zusammenhalten, wird alles gut. Für Foreman wird nichts mehr gut. Air Command, wir haben ein Ziel und nähern uns. Stray, du hast Gesellschaft. 6 Uhr, 3 Meilen, komm schnell näher. Das muss ein Jet sein. Ich brauche einen Ort zum Verstecken, während ich fliege, Stani. Downtown. Downtown? Ja, Singapur fliegt nach Downtown. Der Jet wird dir zwischen den Gebäuden nicht folgen können. Bist du verrückt, Stani? Nein, aber du bist es und du lebst hier den Scheiß. Okay, Einstein, ich bin da. Jetzt spring rechts ab auf Kurs 230. Sink ab auf 500 Fuß und bremst ab auf 150 Knoten. Diese Kids haben den Verstand verloren. Und was jetzt? Bleib einfach auf dem Halt. Lass dir was Besseres einfallen, Stiny. Nimm die nächste Ausfahrt und flieg links um das Staples Center. Wenn du auf der Rückseite bist, drehst du rechts ab und fliegst immer Richtung Nord. Du weißt, dass uns der Sprit ausgehen wird, wenn du weiter mit dem Jungen im Tiefflug rumspielst. Das weißt du, oder? Und wo jetzt? An der nächsten musst du dann einfach rechts abbiegen. Hinter mir ist Danny. Der Typ ist verrückt. Wir brauchen einen Plan B. Tut mir leid, dir das zu sagen, aber das ist Plan B. Dann brauchen wir jetzt Plan C. Okay, aber er wird dir nicht gefallen. Leg einfach los! Geh auf der Grand rechts ab, rechts auf die 6 und dann wieder rechts auf der Figaro. Rechts auf der Grand, rechts auf der 6 und der Figaro. Sink ab auf 10 Fuß und bieg rechts auf der zweiten ab. 10 Fuß? Bestätige, 10 Fuß.
Drum bete, dass keine hohen Fahrzeuge im Weg sind. Ich will ja nichts sagen, aber der Sprit ist echt knapp und wir fliegen wirklich tief. Diesmal wird mich dieser verdammte Bastard nicht abhängen. Dem haben wir jetzt aber mal eine richtige Lektion erteilt. Meinst du nicht? Halt deine verdammte Fresse! Hoffe mal, ihr seid versichert. Es ist alles da und überreiche Escondido eine Nachricht von mir. Ich kündige. Er wird nicht glücklich sein, das zu hören. Ist mir egal, ob er glücklich ist oder nicht. Ich bin raus. Tut mir leid. Du bist verhaftet. Du hattest ja gesagt, wir sehen uns heute noch. Stray. Bist du okay? Ich bin okay. Bei euch alles cool? Ich bin okay, schätze ich. Hey. Ich hab's dir gesagt! Ich hab's dir gesagt! Ich bin Agent Moore und Agent Ramirez kennen Sie ja schon. Sie stecken in großen Schwierigkeiten, Strager. Ich will einen Anwalt. Aus diesem Schlamassel kann sie auch keinen Anwalt mehr rausholen. Nicht bei Ihrer Anklage, wir reden hier von Drogenhandel im ganz großen Stil. Und wenn Sie kooperieren, dann können wir Ihnen vielleicht helfen. Bei was wollen Sie mir helfen? Wie wär's mit keinem Gefängnis? Was ist mit meinen Freunden? Sie sind Teil des Deals. Was für ein Deal? Das sollte uns Agent Ramirez erklären. Ich würde es lieber von Ihnen hören. Ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Sie sollen eine verdeckte Mission nach Mexiko fliegen und einen unserer Agenten befreien, der als Geisel gehalten wird von Escondido. Im Austausch für eine Bewährungsstrafe statt Haft. Ich arbeite nicht mehr für Escondido. Hab aufgehört. Mach dir nichts vor, Kleiner. Die mexikanische Mafia läuft wie jeder andere. Ist man drin, kommt man nur raus, wenn man tot ist. Ich habe Escondido noch nie getroffen. Wie kommt ihr drauf, dass er mich rein- und rausfliegen lässt mit einem Agenten der DIA, den er gerade zufällig als Geisel hält? Gerüchte besagen, er sei unantastbar in Mexiko. Diese Gerüchte sind die Wahrheit. Die Wahrheit. Das ist sehr glaubhaft, wenn es von dir kommt. Sir, können Sie uns für ein paar Minuten alleine lassen? Hör zu.
Egal wie diese Sache hier über die Bühne gelaufen ist, das ist deine Chance, dir zu helfen, indem du uns hilfst. Ich müsste mir nicht helfen, wenn du dich nicht prostituiert hättest, um mich zu verhaften. Wie kannst du es wagen? Ja, ich habe meinen Job gemacht. Aber mit dir zu schlafen gehörte nicht dazu. Ich habe es gemacht, weil ich es wollte, weil ich dich wirklich mag. Du hast das gemacht, weil du mich magst. Du hast meinen Freund getötet und mich verhaftet. Formans Tod war ein Unfall. Was geschehen ist, sollte so nicht passieren. Aber es ist passiert und deine verdammten Leute sind schuld daran. Das Drogengeschäft ist schuld daran. Das mit Forman tut mir wirklich leid. Wirklich. Und es tut mir leid, dass ich dich festnehmen musste. Aber die Fly Guys sind Drogenhändler. Du hast es selbst gesagt. Wir sind nur Pizzalieferjungs. Wir verkaufen es nicht, wir stellen es nicht her, wir benutzen es noch nicht mal. Wir machen nichts als... Liefern? Es würde sowieso dorthin kommen. Das ist Bullshit. Komm schon, und das weißt du auch. Escondido ist ein wildes Tier. Er profitiert von dem Verkauf von Gift, das den Tod auf beiden Seiten der Grenze verursacht. Hast du schon mal gesehen, wie viel Schaden es verursacht oder wie viel Leben zerstört wurden von dem, was du lieferst? Nein. Dann schau gut hin. Es ist kein schöner Anblick. Crystal Meth, Meth, Ice, Fast, Go Fast, wie man es auch nennt, es tötet. Es macht abhängiger als Koks oder Heroin und es breitet sich aus. Und du und deine Pilotenfreunde und eure tollen Flugzeuge sind ein Teil des Problems. Sein Name ist Kyle Jackson. Er hat eine Frau, eine 5-jährige Tochter und einen 3-jährigen Sohn. Die Klagen werden fallen gelassen, keine Bewährung für Steiny und Rainman. Ich besorg's dir schriftlich. Adios, amigo. Sein Name ist Pablo Ramon Escondido. Er ist jung, schlau und rücksichtslos. Außerdem ist er auch das Oberhaupt des mexikanischen Drogenkartells. Escondido lebt auf einem gut bewachten Grundstück im Norden von Mexiko, südlich von San Diego. Da Jackson so wertvoll für ihn ist, ist er sicher auf dem Grundstück. Die ganze Gegend wird von Escondido kontrolliert und Federales patrouillieren, die bestochen und bezahlt wurden. Er ist Pilot. Escondido hat Castro $1 Million bezahlt, um von der kubanischen Luftwaffe ausgebildet zu werden. Er hat eine Flugzeugflotte, einschließlich 2 bewaffneter Kampfjets. Kurz gesagt, Escondido ist der Drogenbaron schlechthin. Okay, warum sollte er mich sehen wollen? Weil wir gestern sein komplettes Vertriebsnetzwerk ausgeschaltet haben, und zwar auf einen Schlag. Trotzdem hast du es irgendwie geschafft, ihm sein Geld zu liefern. So etwas verschafft einem nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Respekt. Ihre Einladung ist unterwegs. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass sie vorbereitet sind. Cross the desert. Ja, und Jesus, die wir sterben. Sie fliegen entweder direkt in den Himmel oder sie rennen zur Hölle. With me. To carry when I was weak. Dead again. I was blind. I'm looking for home, boy. Wherever that may be. Hier, Dad, damit du in den Himmel fliegen kannst. Ja.
fliegt es sich? Für ein UFO fliegt es sich ziemlich gut. Wenn ihr genug über euer neues Spielzeug geredet habt, könnten wir noch mal die Mission durchgehen. Und wozu das? Ist ganz einfach. Sobald wir den mexikanischen Luftraum verletzen, werden meine neue Ex-Freundin und mein Flügelmann ausbrechen und auf einem verlassenen Flugfeld nördlich von Escondidos Grundstück landen. Wo sie dann chillen, bis ich A. getötet werde oder B. um Hilfe rufe. Und dann werden mein bester Freund und meine Ex-Freundin zur Rettung anfliegen, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ich getötet werde. Mexikanischer Luftraum in 60 Sekunden. Alle auf Position. Habe verstanden. Ist sein Flugzeug im Anflug, Boss. Ist er allein? Ja, er ist allein. Kontaktiere ihn. Ja, Boss. Und wenn er gelandet ist, bring ihn zu mir. Jawohl, Boss. Iba a ser dura y por changol puro mío podió salir de Cuba. Llegó aquí con un sueño y le paga en la mano. Y ten cuidado es que se meta con ese cubano. Si sos rico en la bolita con los italianos, barbería en los barrios de los americanos. Van el viejo mío Tony Montana, su bandera tapa la gran manzana. No te metas, no vas a ver mañana. No te metas, tus manos son de La Habana. Sie schwimmt gut, oder? Ich bin nicht hier, um Ihre Freundin schwimmen zu sehen. Sie sind hier, weil ich es so will. Ich bin hier, weil Sie sagten, Sie hätten ein Angebot für mich und das würde mich vielleicht davon abhalten, dass ich aufhöre. Sie sind bestimmt, wie sagt man gleich, durstig. Sie sind mein Gast und ich habe Ihnen noch nicht mal einen Schluck Wasser angeboten. Was würden Sie gern trinken? Ein Bier, wenn Sie eins da haben. Ich habe alles. Cerveza! Sí, Patron. Wie war Ihr Flug? Einsam. Entschuldigen Sie das. Aber ein schlauer Mann muss vorsichtig sein. Nein, man kann etwas Ärger machen, aber zwei, drei können viel Ärger machen, nicht wahr? Jetzt erzählen Sie mir von dem Flugzeug. Es sieht interessant aus. Wie schnell ist es? Schnell genug, um eine Menge Mess zu transportieren. Es ist nur ein Prototyp, aber man könnte die Nutzlast und den Lieferradius maximieren. Ich bin mir sicher, dass ich den Marktanteil um mindestens 25% steigern kann. Langsam, langsam. Ich verstehe Ihre Sprache nicht so gut. Nehmen wir doch Platz. Wir haben Besuch, mi amor. So ist es, meine Liebe. Bitte, setz dich doch zu uns. Das ist Marissa, meine Ablenkung. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin ebenfalls sehr erfreut. Marissa nimmt privaten Sprachunterricht in Los Angeles. Ich lasse sie dreimal die Woche in einem meiner Flugzeuge hinfliegen. Nach dem Unterricht gehe ich shoppen auf dem Rodeo Drive, bevor ich zurückfliege zu meinem Schatz. Es war mir eine Freude. Beeindruckend, nicht? Sicher.
Wirklich sehr beeindruckend. Aber teuer. Gut. Gut, Gringo. Sehr gut. Und jetzt reden wir über das Geschäft. Ich höre Ihnen zu. Aufgrund der unglücklichen Umstände in den letzten 48 Stunden stehe ich vor der Möglichkeit und der Notwendigkeit, ein verbessertes und effizienteres Vertriebsnetzwerk für mein Produkt zu schaffen. Dafür benötige ich allerdings einen verlässlichen Geschäftspartner in den Vereinigten Staaten. Wenn Sie bereit wären, über dieses Angebot zu sprechen, würde ich Sie herzlich einladen, die Nacht hier als mein Gast zu verbringen. Falls nicht, muss ich Sie leider töten lassen. Also, wie sagt man? Was sagen Sie dazu? Ich sage, ich dachte, Sie verstehen unsere Sprache nicht so gut. Ich glaube, ich mag dich, Gringo. Also, akzeptieren Sie meine Gastfreundschaft? Warum nicht? Das sehe ich auch so. Warum nicht? Ich will ja deine Taktik nicht in Frage stellen, aber bleiben wir etwa die ganze Nacht hier? Nein, der Plan war, bis zur Nacht hier zu bleiben. Jetzt ist es Nacht. Gehen wir. Zumindest ist er noch am Leben. Legen wir los. Sie vertrauen wohl nicht den Banken. Doch. Aber die Banken vertrauen nicht in mich. Du kennst diesen Hombre? Er ist ein DIA-Agent, er wollte mich mal verhaften. Ganz richtig. Und ich werde euch beide verhaften, wenn ich hier raus bin. Ihr werdet es schon sehen, keine Sorge. Warum hatten Sie ihn gefangen? Weil ich es kann. Und weil ich will, dass die Amerikaner wissen, dass ich es kann. Und sie können gar nichts dagegen tun. Ich wette, Strager wird bald seinen Zug machen.
Ja, ich weiß, ich weiß. Tut mir leid, dass ich so spät anrufe, aber ich konnte nicht früher und du solltest wissen, was los ist. Hey, das muss Stray sein. Er ist schon auf dem Weg. Wo ist Gutierrez? Keine Ahnung, ich bin gerade aufgewacht, bin hier rübergerollt, dachte mir, ich sollte nicht hinschauen, aber dann habe ich doch hingeschaut und dann habe ich das da gesehen und... Vergrößern. Okay, das ist nicht gerade gut. Können Sie nicht etwas tun? Was genau bitte soll ich denn tun? Keine Ahnung, ihr seid doch die Regierung. Habt ihr nicht sowas wie ein Weltraum-Todesstrahl oder so? Ich fürchte, die Kontrolle über den Todesstrahl liegt außerhalb meiner Gehaltsklasse. Vorsichtig, Boss. Strager arbeitet fürs DIA. Ich habe getan, was ich konnte. Verdammter Bastard! Was ist los? Bleibt hier! Was hast du hier zu suchen? Ich habe dich nicht gerufen. Ich bin hier wegen meiner Tochter. Deine Tochter gehört dem Boss. Jetzt verschwinde, bevor ich dich erschießen lasse. Wo zur Hölle waren Sie? Ich habe mit meiner Verlobten telefoniert und war auf der Toilette. Es war eine ziemlich lange Nacht, Sir. Na gut, setzen Sie sich und schnallen Sie sich an. Das wird ein aufregender Morgen. Was ist da bitte los? Nicht gut. Ich will sofort wieder ein Bild. Ich versuch's. Ich weiß nicht, was los ist. Ich will sofort ein Bild. Das ist die Programmiererin. Wo ist sie hin? Wir schnappen den Boss! Ich will nicht, dass ihr ihn schnappt! Ihr sollt ihn töten! Ich bitte Sie, Boss! Oben sind Sie sicher! Bitte, Boss! Schnell! Sofort die Tür! Zeit für Erklärung. Halt dich an meinem Arsch fest und lass nicht los. Das kriege ich schon hin. Darf ich es mal probieren?
Na los! Es wurde absichtlich deaktiviert. Es gab einen Grund, warum uns Escondido immer einen Schritt voraus war, aber ich dachte niemals, es wäre Evans. Und kriegen Sie das wieder hin? Ja, aber es wird dauern. Sie hat einen verschlüsselten Code benutzt. Verdammt. Aber ich habe eine andere Idee. Helfen. Helfen Sie dann uns. Mein Flugzeug hat leider nur zwei Sitze. Ich muss Jackson mitnehmen, es tut mir leid. Dann tut es uns auch sehr leid. Papa! Senor Escondido will, dass dieser Gringo zu dem anderen gesperrt wird. Keine Ohren? Andale! Ich nehme keine Befehle von dir an. Zu. Geht zum Rollfeld. Ich schaffe euch heraus, das verspreche ich. Na los! Wir haben nicht viel Zeit. Beeilt euch! Hey, Fly Guy. Ich weiß, du wurdest angeschossen, aber kannst du mal aufpassen? Hm? Hey, 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 du Penner! Komm her! Na los, mach auf! Danke. Du hast da was. Darauf habe ich 6 Tage gewartet. Alles gut, Mann? Scheiße, nichts ist gut. Komm schon, gehen wir. Ich komme. Ach, Entdeckung! Oh, verdammt, mein Vogel ist tot. Was heißt tot? Tote Vögel fliegen nicht, wir müssen fliegen. Wir brauchen einen neuen Vogel, na los, komm schon. Das nehme ich mal. Na komm schon. Ja, bin schon da. Einsteigen. Marisa. Marisa. Was ist passiert? Oh, Carolina. Mal. Hey, Fly Guy. Ja? Lass uns fliegen. Rayman, bist du da? Er ist hier, wir sind im Anflug. Fliegst du etwa? Schon den ganzen Weg. Ich habe einigen Passagieren die Freiheit versprochen, die warten auf dem Rollfeld. Verstanden. Sag mal, wie tief fliegen wir eigentlich? Wir sind wieder auf Sendung. Wie zur Hölle machen Sie das? Das ist ein gesicherter Regierungssatellitenkanal. Dafür muss man nicht wirklich ein Genie sein. Oder eigentlich doch. Thank you.
Kugel ist nicht kugelsicher. Alles klar. Können wir jetzt Mexiko verlassen? Besser. Und du? Ging schon mal verdammt viel besser. Wir haben zwei Vögel in der Luft. Freedom Bird 1 und 2. Freedom Bird 1 und 2. Könnt ihr uns hören? Herr Command, wir hören euch. Ich hab das Paket und bin auf dem Weg nach Hause. Hervorragend, hervorragend. Stellt euch darauf ein, dass wir mit beschränkten Mitteln arbeiten. Fünf Meilen nordwestlich, Kurs 290, 5000 Fuß, aufsteigend. Nicht mehr lange. Sie bekommen Gesellschaft. Und wie weit sind Sie noch entfernt? Keine Ahnung, ein Zentimeter? Hören Sie gut zu, es ist ein Feindflugzeug im Anflug. Es wird noch vor dem US-Luftraum angreifen. Verstanden. Habt ihr das auch gehört? Wir haben es gehört. Ich übernehme jetzt. Rainman, Feind auf 6 Uhr. 3 Meilen, kommt näher mit 500 Knoten. Flieg mit Vollgas nach Hause, ich gebe dir Rückendeckung. Stray, er ist ein ausgebildeter Militärpilot in einem Kampfjet. Du hast nicht die geringste Chance. Ich habe den gleichen Vogel wie er, du hast Zivilisten an Bord, verschwende schon. Du hast zwar den gleichen Vogel, aber keine Ahnung, wie man damit einen Luftkampf führt. Das fände ich schon raus und jetzt verschwinde endlich. Das gefällt mir überhaupt nicht, Mann. Es muss dir nicht gefallen, aber du musst das jetzt tun. Verschwinde sofort. Verdammt. Alles klar. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Niemand nimmt sich, was mir gehört. Condido, habe ich deine Aufmerksamkeit? Du willst wirklich deine letzten Worte an mich verschwenden? Dann bitte sehr, Gringo. Jeder Idiot kann fliegen, aber man muss es drauf haben, nicht abzustürzen, verstanden? Was meinst du? Du kannst am Boden sterben oder in der Luft sterben. Das macht für mich keinen Unterschied, solange du nur stirbst. Festhalten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Bei 500 Meilen die Stunde finden wir das schnell heraus.
weißt, wie man schwimmt. Wir kriegen nasse Füße. Hey, ich sag dir was. Ich werde dich als Schwimmboje benutzen, wenn wir hier abstürzen. Hey, er hat aufgehört zu schießen. Sein Maschinengewehr muss heiß gelaufen sein. Aber das hält nicht lange an. Zu sagen, aber ich kann ihn nicht abschütteln und mich nirgendwo verstecken. Sowas will ich nicht hören. Erzähl mir was Besseres. Okay, wir haben Waffen, aber ich weiß nicht, wie man sie benutzt. Was? Steiny, wenn du mich hörst, ich brauche einen Ort zum Verstecken, während ich fliege. Bin schon dran. Deine Mühe in allen Ehren, aber was für eine Scheißrettung ist das hier überhaupt? Die einzige, die du hast. Okay, ich hab was. Da ist ein Canyon, 2 Meilen nordöstlich von euch. Dreh ab auf Kurs 040. Haltet euch gut fest. Dieser Vogel ist sehr groß und sehr schnell. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Aber selbstverständlich. Er kann wieder schießen, er feuert gleich. Was war das? Wir wurden getroffen. Oh, wenn das alles ist? Ich dachte schon, wir hätten einen Platten. Festhalten! Komm schon, Stray. Du schaffst das. Lass mich raten. Wir wurden wieder getroffen. Nein, wir haben die Schallmauer durchbrochen. Sag Hallo zu meinen kleinen Freunden. Direkt in den Himmel oder direkt in die Hölle. Adios, Arschloch! Alles gut? Ja, ja, alles gut. Alles klar bei dir, Mann? Oh mein Gott. Hat sie mein Flugzeug geschrottet? Nein, aber sie hat einen Rekord gebrochen. 350 Meilen die Stunde. Aber keine Angst, Supermans Geheimnis ist bei mir sicher. Hey, können wir das Happy Ending vielleicht im Krankenhaus machen, bitte? Hey Jungs, Leute. Strager! Strager! Sie haben keine Erlaubnis, hinterher zu behalten, hören Sie! Strager! Und ich kann heute mit Freude und Stolz den Erfolg einer verdeckten DIA-Operation verkünden, durch die es uns ermöglicht wurde, ein mexikanisches Drogenkartell und einen Schmugglerring aufdecken. Ich kann nicht fassen, dass das Ding Fernsehen hat. Im Westen der Vereinigten Staaten. Die Operation wurde ausgeführt von einer äußerst fähigen Lufteinheit und einem Bodenangriffsteam. Sie wurden speziell ausgesucht und ausgebildet für die Mission. Das ist der Präsident der Vereinigten Staaten und er redet über mich. Statt Fernsehen zu schauen, solltest du besser auf die Straße achten. Damit das klar ist, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und ich freue mich über einen erneuten Erfolg im Kampf gegen die Drogen. Das ist nicht mal annähernd legal. Ist es, wenn wir nicht geschnappt werden.
Stoff, wenn du das Geld hast. Oh my God.